Wie war das denn? Jesus sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Wie war das denn zur Zeit Noah? Er sagt, es wird sein wie zur Zeit Noah. Die Menschen werden sich verhalten wie zur Zeit Noahs. Wie war das denn zur Zeit Noahs? Nun geben Sie mal Acht, lassen Sie mich das mal ein bisschen auf Deutsch erzählen. Vielleicht erkennt sich ja jemand wieder. Es war zur Zeit Noah so, dass eines Tages eine Stimme zu Noah kam und sagte, Noah, bau ein Schiff. Ich will Gerichtstag halten über diese Welt. Und Noah erschrak und sagte, Herr, was willst du? Ich werde Gerichtstag halten. Und dann musste Noah aufschreiben, so und so hoch, so und so breit, so und so tief sollte das Schiff sein. Und als Noah die Maße hatte und die Zeichnung fertig hatte, dazu ging er zu seiner Frau und sagte, Mutter, Gott hat mit mir gesprochen und gesagt, es gäbe Gerichtstag und nur in einem Schiff könnte man sich retten. Und nur in einem Schiff könnte man überleben. Da sagte die Frau, Noah, wenn das so ist, dann musst du es weitersagen. Und dann ging Noah hin und ging zum Oberbürgermeister und sagte, Herr Oberbürgermeister, ich muss Ihnen was sagen. Na und? Herr Oberbürgermeister, das Gericht Gottes kommt und man muss sehen, dass man das nicht verpasst. Noah, wir haben Schwierigkeiten in der Regierung, wir haben Probleme mit der Wirtschaft und du kommst mit dem Gericht. Herr Oberbürgermeister, das Gericht Gottes kommt. Wir dürfen das nicht verpassen. Wir müssen die Stunde der Rettung, wir müssen sie auskaufen. Noah, ich bitte dich doch nicht jetzt. Wir haben Probleme in der Wirtschaft. Wir haben Probleme in der Politik. Und er redet von Problemen, wir reden von Problemen, er redet von Problemen. Und achtete es nicht. Dann ging er von Haus zu Haus, der Noah. Und klopfte an die Türen. Und immer sagte er denselben Spruch, Leute, nutzt die Zeit aus. Nutzt die Zeit aus, es kommt Gericht. Und die Leute lachten. Sie zeigten schon mit Fingern auf ihm. Und die Kinder in der Straße lachten und sagten, das ist der Verrückte. Der redet vom Gericht. Der redet davon, man sollte die Zeit auskaufen. Der spricht davon, es könnte zu spät sein. Und dann fing es an zu regnen. Inzwischen hatte Noah ein Schiff bauen lassen und der Tischlermeister, der ihm das Schiff gebaut hatte, der hat mit seinen Leuten viel gelacht. Ein Schiff! Mitten auf dem trockenen Land ein Schiff! Und dieses kleine Flüsschen, was da war, da konnte man höchstens einen Eimer reinlegen. Mehr war da nicht an Wasser. Und Noah ließ ein Schiff bauen. Und kein Mensch begriff das. Die sagten immer, Noah, du bist verrückt. Nein, sagte er, ich muss nur aufpassen, dass ich den Anschluss nicht verpasse. Es darf ja nicht eines Tages zu spät sein. Und als das Schiff fertig war, da kamen die Jungen und die Alten von weit her und schauten sich das große Schiff an und lachten und lachten. Und Noah stand davor und sagte, Leute, nutzt die Zeit, noch könnt ihr reingehen. In das Schiff. Und sie achteten es nicht. Sie glaubten das einfach nicht. Sie glaubten das nicht, dass Gerichtstag kommt. Sie glaubten das nicht, dass es eine befristete Zeit gibt. Sie glaubten nicht, dass es zu spät sein konnte. Nein, sie achteten es nicht. Und dann fing es an zu regnen. Erst ganz langsam. Es rieselte, es nieselte erst nur so ein bisschen. Dann wurde es etwas stärker, dann kamen Wolkenbrüche und es wurde immer schlimmer. Und als das Wasser durch die Stadt ging, da sagte plötzlich eine Frau zu einer, du sag mal, hat nicht der Noah ein Schiff Noah. Mit einem Mal begriffen die Menschen, warum Noah ein Schiff gebaut hatte. Und dann liefen sie vor die Stadt und schrien Noah. Und aus dem Rumpf kommt es heraus,
Gestern Abend hat Gott zugemacht. Und Noah trommelte von innen und sagt, gestern Abend hat Gott zugemacht. Seit gestern Abend ist vorbei. Ich hab's euch doch gesagt. Ich hab's euch doch monatelang gesagt. Und die Menschen stehen vor dem Schiff und es regnet und es regnet. Es gießt in Strömen und die Kinder schreien. Ich hab's euch doch gesagt. Leute, wenn der Atomstaub durch unsere Städte und Länder fegt und die Menschen kriegen keine Luft mehr und sie schleppen sich noch mal einmal mühselig in die Kirche und vielleicht liegt noch ein Christ da, der auf dem Boden liegt und sagt, ich hatte es dir doch gesagt. Und vielleicht wird noch einer mal zum Kreuz zeigen und sagen, ich hatte es dir doch gesagt. Es wird sein wie zur Zeit Noahs, sagt Jesus von Nazareth. Und die Menschen achten.